Wir haben es allen verdammt nochmal gezeigt. So klingt es, wenn ein 30-jähriger Fluch endet. Ganz oben nach 30 Jahren Schmach und Schande, nach 30 Anläufen wieder englischer Meister. Corona, Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregeln, für einen Abend egal. Und nie wieder hören, dass nur Großvater die großen Zeiten des FC Liverpool wirklich miterlebt hat. Ich kann es nicht fassen oder beschreiben. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet und das mit meinen Kindern zu feiern, unglaublich. Das bedeutet mir alles. Gott ist mein Zeuge. Das Warten auf diesen Moment war die Hölle. Es gibt nichts Größeres, weder für mich noch irgendjemand sonst hier. Schwer, einen klaren Gedanken zu formulieren in dieser Nacht in einer Stadt, in der Fußball Religion ist. Die Rolle von Trainer Jürgen Klopp in diesem Spektakel: Heilsbringer. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so groß anfühlt, wenn es eintritt. Aber es ist, ich habe zwar keine 30 Jahre gewartet, aber alle anderen mehr oder weniger. Und das haben wir schon auch gespürt. Und so die Last, die da von einem abgefallen ist, plus die Freude darüber, dass es geklappt hat, das war ein extremer Mix. Ab jetzt gilt Klopp auch in Liverpool als Trainerlegende. Weniger legendär dagegen als Tänzer auf der Teamparty in der Nacht. Im vergangenen Jahr der Champions League-Sieg, Europas Krone, doch die Sehnsuchtsmeisterschaft ist für den Club größer. Die Angst auszurutschen, kurz vor Schluss, für Trainer und Fans überstanden. Normalerweise hätte ich nach dem Spiel auch gestern Abend eine kleine Ansprache an die Spieler gehalten, aber war absolut nicht möglich. Sobald ich bestimmte Dinge angesprochen habe, selbst wenn ich drüber nachgedacht habe, habe ich schon angefangen zu flennen. So ist nicht so cool, aber war halt so. Mittlerweile geht's wieder. Sein Pappdubel steht schon in den Vorgärten der Stadt. Ein Denkmal vor dem Stadion könnte Klopp ebenfalls kriegen. Denn er und sein Team haben Liverpool befreit aus einem 30-jährigen Fußball-Albtraum.